Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play This War of Mine. Letztes Mal sind wir hier stehen geblieben. Bei Tag 25? Ich weiß es gerade nicht mehr. Genau. War keine gute Nacht. Pavle war auf der Suche nach Vorräten, hat einige interessante mitgebracht. Roman war wütend, hat mit uns gestritten. Es war nicht leicht, ihn zu beruhigen. Ich glaube, es ist ein bisschen leise. Ich hoffe, mich. Ich dachte vorhin, es wäre eben übelst laut, deshalb habe ich es ein bisschen runtergedreht, die Lautstärke. Amigo, geh mal pennen. Du da, geh Essen holen. Und du geh auch mal pennen. Bajo. Tag 24. Ich war in meinem Restaurant. Die Gäste stritten sich beim Abendessen und ich beachtete die Nachricht für überschwere Kämpfe nicht wirklich. Plötzlich kam es mir. Das war die Vorstadt von Pogoren, meiner Stadt. Dort lebte meine Freundin. Ich weiß nicht, was ich davon erwartete, aber ich rannte hinaus und zur Bushaltestelle. Okay. Ja, der letzte Part ist ja ein Weilchen her, sag ich mal. Lag einfach daran, ich hatte ja Zeit, wahrscheinlich schon, nicht wirklich Lust, was aufzunehmen. Und ja, wenn ich halt einfach keine Lust habe, dann mache ich nichts. Also das merkt ihr, wenn ich keine Lust habe, was zu machen, und das ist doof. Das ist Käse. Ich weiß nicht, mein Computer macht gerade übelst komische Geräusche. Ich hoffe, man hört das nicht. Was doch? Tut mich sorry. Oh, Filter. Kannst du das bauen? Ich bin völlig aus der Übung. Ja, kannst du herstellen. Tag 24 sind wir, nicht 25, okay. Jetzt ist er leise. Der Computer, okay. Es ist schon kalt. Wir sollten nachher mal den Ofen einheizen. Ich hoffe, wir haben Holz. Ja, haben wir. Heizen wir nachher mal den Ofen ein. Die anderen drei schlafen alle. Deprimiert, müde. Sehr müde. Okay. Geht da mal den Dingens anmachen. Ich laufe jetzt halt einfach mit Katja rum, weil sie die einzige ist, die fit ist. Sie ist einfach traurig. Pavle lassen wir schlafen. Noch etwas zu essen. Ja, Mäuschen. Später. Erstmal geh Feuer machen. Oder Holz in Feuer reinmachen. Damit wir es hier schön kuschelig warm haben. Können wir hier Alkohol herstellen? Jo, können wir. Dann mach mal. Wer hat sich jetzt nochmal gestritten? Roman? Aber das ist doch gar nichts. Der ist ja nicht mehr deprimiert oder traurig oder irgend sowas. So, red mal mit ihm eine Runde. Anderes können wir jetzt eh nicht machen. Schon 20 Grad, okay, das ging fix. Ich muss mir hier noch mal einen Überblick verschaffen, was wir hier haben. Den Händler dürfen wir wieder aufkreuzen, ne? Naja. Wir müssen jetzt halt einfach darauf achten, dass wir niemanden mehr berauben oder killen, weil sonst... Nein. Nein! Lass es. Nicht das Bett killen. Jetzt ist er nur noch traurig. Okay, das hat's gebracht. Das ist schon mal gut. Was machen wir? Kannst du das jetzt ausbauen? Nein. Die Teile fehlen uns. Was können wir noch ausbauen? Das will ich eigentlich nicht ausbauen. Das bringt mir, glaube ich, nichts.
Paula, stell dich mal dahin. Ja, ich weiß, sie sind hungrig, aber ich werde ihnen erst was zu essen geben, wenn sie halt sehr hungrig sind. Okay, könnten eine Zigarette machen. Oder mehrere. Wir brauchen zwar die Bauteile. Wir werden mal 4 Zigaretten herstellen, damit sie hier rauchen können. Weil es gibt ja Raucher hier. Junge, wie lange kann man eigentlich schlafen? Ja, dann die Zigaretten gibt's. Dann rauch halt eine. Alkohol ist da. Feu müssen wir machen. Hungrig. Ja gut, so geht's unseren Leuten eigentlich wieder gut. Sie sind nur ein bisschen traurig. 2, 3. Aber das kann ja eigentlich erstmal egal sein. Ja, komm. Alkohol können wir immer gebrauchen, wenn nächsten Morgen der Händler vor der Tür steht. Dann spätestens dann können wir es gebrauchen. Ja. Eben, wie gesagt, der letzte Part war schon eine Weile her. Ich habe schon ewig nichts mehr aufgenommen. Tut mir leid, aber wie gesagt, keine Zeit, keine Lust, es aufzunehmen. Und dann lasse ich es auch. Also YouTube ist ein Hobby für mich. Und wenn ich keine Lust habe, dann mache ich nichts. So, der Tag ist eigentlich vorbei. Und jetzt gucken wir mal, wo gehen wir denn hin? Vorsicht, Gefahr. Kirche der Heiligen Maria. Etwas Teile. Ich glaube, gehen wir wieder hier hin mit Pavle. Wache stehen und ihr könnt schlafen. Nein, du gehst wache stehen. Nein, du hast so lange geschlafen. Selbst schuld. Vorbereiten. Wir nehmen vorsichtshalber die Axt mit und dann geht's los. Ach, ist das hier mit den alten Herrschaften? Sagt mir bitte nicht. Doch. Verdammt. Das ist schon wieder Käse. Hi. Ich gehe mal hier hinten raus, ob hier euch etwas nicht gehört. Das ist dumm. Jetzt bemerkt er uns nicht. Wenn ich dem das jetzt hier wegnehme, dann sind doch die Leute wieder depressiv. Gut, das brauche ich sowieso nicht. Essen vorerst erstmal genug. Ich will nur Teile. Diamant. Komm, wir nehmen den mit. Bringt den sowieso nichts. Mist. Wie Bernd das Brot. Mist. Gehen wir mal noch hochgucken, in der Hoffnung, dass sie mich nicht bemerken. Ich habe keinen Bock, dass mich der Typ da die ganze Zeit voll babbelt.
Auch nicht. Das brauchen wir auch nicht. Was ist denn das? Brief von Opa Bernhard von allen. Es freut uns zu hören, dass du anfängst, dein Leben mit deiner Tante zu genießen. Der Krieg ist nicht so schlimm. Es ist nur nichts für Kinder. Genau genommen sagt sie, dass es bald vorbei sein wird. Mach dir wegen uns also keine Sorge. Oma geht es schon besser. Sie wollte nicht, dass ich es dir sage, aber sie bewahrt mehr etwas Mehl auf, um diese Kekse zu backen, die du so sehr magst. Und was mich angeht, nun, ich verspreche dir, dass ich die Schaukel reparieren werde, wenn du zurück bist. Okay. Whatever. Lassen wir auch hier. Bei uns ist niemand verletzt. Werde wieder essen, aber nein. Weil wenn wir denen das klauen, dann sind unsere Leute wieder depressiv. Mist, das war wirklich Käse. Das war Mist. Es wird sehr kalt werden. Jetzt beginnt der Winter. Ja, wir versuchen es. Also gut. Sehr, sehr hungrig. Dann geh du mal was essen. Du bist auch hungrig. Und deprimiert. Ich wusste es. Wir sollten die nicht ausrauben. Du bist nur traurig, Junge. Heul nicht rum. Holz auffüllen. Ein bisschen Holz bauen. Bauen erstmal 10. Geh mit ihm mal reden. Tante? Lass ihn nicht so lange warten. Gut, lass uns tauschen. Gib mir das da. Davon. So, du kriegst von mir Alk. Reicht nicht. Okay. Holz? Mist. Warte. Wenn ich dir jetzt noch Wasser gebe? Nein, das brauchen wir auch noch. Ich werde mir den Aufwand nicht machen und das hier wieder aufbauen. Also die Patronen und so. Das ist Käse. Ich will eigentlich niemanden umbringen, deshalb lasse ich es direkt. Nein, ich habe ihm das gegeben, da will ich es nicht wieder haben. Was ist ein Scherz? Deine Mama ist ein Scherz. Was ist das hier? Geht's noch? Ich bin doch nicht großzügig. Thank you.
brauche die Patronen eh nie. Was will ich noch? Was? Ist doch sehr, sehr wertvoll. Nicht? Du hast ja nicht wirklich viel dabei, was mir nützt. Das habe ich ihm gegeben, das will ich nicht wieder haben. Karotte? Was kriegst du noch von mir? Das ist eigentlich nichts, ne? Ja gut, dann handeln und tüdelü. Was mit dir? Gut. Geh mal weiterbauen und du geh kochen. Fehlt uns Karotte. Aber wir müssen warten, bis sie fertig ist mit dem Renndingens. Geh du mal nach draußen Schnee schaufeln, dann können wir Wasser machen. Eine Stunde, ja, das reicht. Jetzt müssen wir das irgendwo schmelzen können. Wenn ich einen zweiten Herd baue, kann ich ihn da schmelzen. Mach die Türe zu, sonst wird es kälter. Wir haben immer noch 10 Grad hier drin. Ja, wir können das Wasser machen. Okay. Herstellen. Geht's wieder besser? Nein. Geht den Ofen einheizen. Nehme ich jetzt auf. Muss mir das mal ein bisschen aufschreiben oder merken. So, hier heizen. Boah, ich glaube, das machen wir. Das klingt gut. Geh du mal gucken, ob du einen zweiten Herd hinkriegst. Primitiver Herd. Warte, sie kommt doch vorher viel mehr bauen. Wo ist denn die verstärkte Tür hin? Gut, dann müssen wir dieses Mal jetzt gucken, wo wir dann hingehen diese Nacht. Ob wir in die Kirche gehen. Nicht um zu beten, sondern
um nach Talen zu suchen. Schreibt mir übrigens mal in die Kommentare, was ihr als Nachfolgeprojekt von This War of Mine möchtet. Ich denke, es wird nicht mehr allzu lange dauern, das Projekt.